Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Planet Base, bei unseren hungernden, müden, durstigen Mitbewohnern. Nein, das sind keine Mitbewohner, das sind, ja, unsere Arbeiter und Co. halt. Jetzt, ich habe mir gerade gedacht, ja, wenn die verhungern, sollen sie verhungern, solange nicht gleich alle verhungern. Denn der Effekt ist, wenn die, wenn die verhungern oder erschlagen werden wahlweise, dann sind es wieder weniger Leute bei uns, wieder weniger Nahrung. Also das kann auch einen angenehmen Nebeneffekt haben. Ich lasse jetzt hier einfach mal sicher deaktiviert, um unkontrollierte Einwanderung zu unterbinden. Das klingt grausam. Aber ja, wir müssen das auf dem Planeten hier zumindest wirklich so machen. Was machen die? Nix. Untätig. Wir haben auch zu viele Sanitäter, glaube ich. Das kann man doch bei der Landeerlaubnis. Sieht man, was man hat, dachte ich. Nein, Moment. Hier. Landeerlaubnis. F5, das würde auch gehen. Okay. Wir haben 6 Arbeiter, 5 Biologen, 3 Ingenieure, 2 Sanitäter, keine Wachen. Okay, Sanitäter haben wir eigentlich zu viele. Da können wir mal runtergehen. Dafür gehen wir rauf bei den Biologen. Dann gehen die Ingenieure runter. Das ist eigentlich doof. Biologen haben wir nämlich genug. Dann gehen wir hier wieder rauf. Gehen nochmal rauf. Dann kommen keine Sanitäter mehr. Das wäre eigentlich soweit okay. Ja, ich denke mal, das könnte man so lassen. Wenn ich jetzt hier raufklicke. Okay, dann kommen keine Händler mehr. Okay, und so keine Kolonisten. Wir lassen mal die Kolonisten weg. Aktivieren hier mal den ganzen Spaß wieder. So, dann müssen jetzt Händler kommen, denn ich spekuliere darauf, dass wir Nahrung kaufen können. Das ist hier schon nicht übermäßig vorhanden. Man sieht es, wir haben zum Beispiel gar kein Gemüse mehr. Warum das denn? Wir haben 5 Biologen. Oder haben, nee, wir haben nur 3 Biologen. Okay. da kommen wieder 2 mit Hunger. Und jetzt wird es ja dann langsam eng. Eieiei. Es zieht schon an. Wenn man mal ein bisschen Basis gebaut hat, es wird schwer. Und eben, wie komme ich denn hier auf den nächsten Planeten? Kann doch nicht sein, dass ich erst 300 Einwohner haben muss. Das dauert ja Ewigkeiten. Wir haben jetzt 16. Stimmt das? Ja. Eieiei. Und bei 16 kriegt man hier schon Probleme mit Hunger. Das ist ja wirklich, das ist fast schlimmer wie bei Banished. Da arbeitet einer. Okay, das ist schon mal gut. Heilpflanzenfeld. Du bist doch ein Depp. Die Leute haben Hunger, nicht irgendwelche Wehwehchen. Hier muss gearbeitet werden. Da passiert nichts, da sind sie stehen geblieben. Hier ist keiner dran, hier auch nicht. Ich schmeiße hier gleich das Heilpflanzenfeld raus. Wobei, Medikamente kann man natürlich auch tauschen, wenn wir zu viele Medikamente haben. Das Lager fehlt. Ja, ja, ja. Da, jetzt hat es mal wieder ein paar Rüben gegeben. Okay, Gemüse. Und hier fehlt immer noch 4-mal Eisen. Dieses Biodom, ich hätte es vielleicht doch kleiner machen sollen. Damit wir nicht so viel Eisen dafür brauchen, dann dauert es auch nicht ganz so lange, bis es natürlich steht. Aber genau das Biodom ist natürlich dazu da, ja, Futter herzustellen für die Leute. Arbeiten denn beide? Ja, da passiert was. Und hier passiert was. Reicht das, dass hier ein Arbeiter ist und dann werden beide tatsächlich sozusagen bedient. Ah, das ist natürlich gut. Okay, das ist ja mal vernünftig. Jetzt wird hier hinten geschweißt. Das sind Reparaturarbeiten. Da sind wir auch froh. Wie sieht es denn mit dem Netz aus? Netz. Energie haben wir. Wasser haben wir. Sauerstoff haben wir auch noch. Da müssen wir dann aber langsam gucken, wenn hier noch zusätzliche Leute kommen. Okay. Wie wäre es mal mit dem Handelsschiff? Wir brauchen Essen. Wir können sonst... Was kann man denn... Ja, man kann nicht mehr machen, wie hier mehr anbauen. Oder gucken, dass hier mehrere Tortenfleisch generiert wird. Hier ist noch ein Apparat zu bauen. Da fehlt noch Bioplastik. Das haben wir in rauen Mengen. Das wird nicht vernünftig transportiert. Dann, es ist eben auch diese Bots kaufen. Die sind so teuer, das lohnt sich auch erst. Ja, aber was ist es, glaube ich, ab 50 Einwohnern etwa, so als Größenangabe. Also das haben wir noch nicht. Deswegen werde ich auch keine Bots kaufen. Das heißt aber auf der anderen Seite wieder, dass hier einfach zu wenig transportiert wird. Bin ich auf der schnellsten Stufe gewesen? Nein. Jetzt bin ich auf der schnellsten Stufe.
Okay, ein Bett wurde gebaut. Wie gesagt, das ist auch nicht schlecht. Leute, die geschlafen haben, oder Leute, die schlafen, haben keinen Hunger, beziehungsweise sie merken ihn einfach nicht. Jetzt ist hier mal einer dran. Okay, am Pilzfeld. Gut. Hier hinten passiert auch was. Nicht wirklich. Da fehlt immer noch Eisen in rauen Mengen, obwohl wir Eisen haben. Ihr müsst transportieren, liebe Leute. Würde es die Sache beschleunigen, wenn wir hier die Luftschleuse schon hätten? Dann könnten sie hier das Erz auf kürzerem Weg holen. Müssen sie nicht außen rum, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das Erz haben wir ja. Nein, wir haben eigentlich auch kein Erz mehr. Doch, hier, 8 Erz. Also Erz haben wir genug. Es wird im Prinzip zu wenig Metall hergestellt. Aber jetzt ist gerade einer dabei. Wenn wir hier nochmal so ein Ding hinstellen. Handelsschiff, Moment. Ich komme. Oh, wir haben hier Nahrung. Okay. Haben wir fertige Nahrung? Was ist das denn? Baubord. Nee, haben wir. Wollen wir nicht? Wir nehmen mal. Das ist halt relativ teuer. Vielleicht gegen, ich würde mal sagen, gegen Medikamente. Halt. Wasser im Angebot haben. Alkohol brauchen wir keinen. Wie sieht das aus, wenn wir das mit Medikamenten aufwiegen? Mehr als gut. Okay, dann können wir vielleicht... Vielleicht können wir uns ja doch noch ein Bierchen gönnen. Ja, eins. 70, 75, das ist natürlich schlecht. Dann machen wir das mal mit Stärke. Jetzt haben wir es. Okay. Das können wir so handeln. Das müssen sie jetzt natürlich dann wieder nach hier hinten transportieren, aber wir haben immerhin das Essen. Oder wir hätten es. Sonst können sie ja auch zum Schiff gehen und das essen. Die müssen ja nicht unbedingt hier in der Kantine drin futtern. Ja, das weiß ich mit den Essensvorräten. Ich wollte hier mal noch gucken, was nochmal so ein Retorten... Metallprozessor kosten würde. Ein Eisen. Wir hätten 4 Eisen. Ich mache das jetzt mal so. Wie gesagt, ich weiß halt immer noch nicht, ob das was bringt. Aber ich denke, mehrere Geräte von einer Sorte müssen das Ganze doch eigentlich auch so weit beschleunigen. Wir haben immer noch kein Lager. Ich würde das Lager aber eben gerne hier hinbauen. In die Nähe von der Luftschleuse, damit sie nicht allzu weite Wege haben. Aber das bringt natürlich herzlich wenig, wenn die Luftschleuse noch nicht steht. So, jetzt lasse ich einfach mal laufen. Wir können nicht mehr viel machen, außer gucken, hoffen. Aha, jetzt hat es, glaube ich, ja, hier hinten die erste Person gestorben. Die ist verhungert. Ja, das wundert mich nicht. Dabei haben wir doch, Du musst dich halt, setz dich halt hin und iss. Naja, jetzt nicht mehr. Hat sich erledigt. Aber wir können nicht mehr machen. Also ich habe gebaut, was wir bauen sollten, denke ich mir mal. Wir haben Strom, wir haben Sauerstoff. Wir haben hier 2 Retortenfleischdinger. Wir haben Fleisch gekauft. Ja, da stirbt noch jemand. Aber wenn die Leute halt so dusselig sind zu essen, wenn es Essen hat, hier hat es. Nicht in rauen Massen, aber es hat. Jetzt sind wahrscheinlich genau die beiden Biologen verhungert. Das heißt, hier arbeitet auch keiner mehr. Ich muss mal, ganz kurz hier, diesen hier, listen. Biologen. Nee, das mit den Biologen wäre soweit okay. Sanitäter haben wir immer noch 2. Das musste ich kontrollieren. Nicht, dass die beiden Sanitäter gestorben sind. Das wäre natürlich dann auch eher fatal. Boah, die kommen nicht in die Gänge, das zu bauen. Das ist schon ganz krass. Das Ding wird auch nicht gebaut, aber der macht immerhin nochmal ein bisschen Bioplastik, was wir eh zur Genüge haben. Wobei, im Überfluss haben wir natürlich auch nichts, denn wir können das Ganze ja handeln. Auch wenn es, ja, wenn es halt zu früh ist zum Handeln, weil einfach auch die Preise, die Kommission zu hoch sind, aber wir kommen im Moment nicht dran vorbei, wir müssen handeln, geht gar nicht anders. Das Problem ist natürlich, wenn wir hier hinten das Lager hinbauen, das ist eigentlich auch dämlich. Wir müssen das Lager hier vorne haben, wo der Landeplatz ist. Das wäre schlauer. Oder wir machen hier hinten den Landeplatz neu. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das ist ein bisschen mehr hier bei den Leuten. Dann haben wir nicht so lange Wege, denn die haben teilweise halt schon auch... Also wenn sie mal hier ein bisschen Bioplastik rumfahren müssen, ist schon ordentlich, wo sie durch müssen.
Bei den Bots geht's noch, die können fahren. Aber die Frau hier zum Beispiel, die muss mit ihren beiden Füßen arbeiten. Und das dauert dann entsprechend. Der Herr Ingenieur, wo geht er denn hin? Zum Hochbett. Wozu braucht denn... Ach, der geht schlafen. Ich wollte gerade sagen, wozu braucht ein Hochbett ein Ingenieur? Umgekehrt. Der Ingenieur braucht das Hochbett. Okay. Jetzt haben wir hier schon mal zwei Eisen. Drei fehlen noch. Okay. Dann können wir hier wieder Stoff geben. Wie viele Leute haben wir denn noch? 14. Okay, das muss reichen. Haben wir... Huch. Haben wir die Landeerlaubnis soweit... Das Händler kommt, Kolonisten. Ich lasse es mal. Kolonisten wollen wir noch keine. Was hat der? Der ist unglücklich. Aha, hier ist ein Fernseher. Geh gucken. Ja, wie soll ich die sonst bespaßen? Was hast du denn? Ich mach mal ganz schnell. Steht hier irgendwas? Die Moral. Ja, aber das geht ja noch. Also, mein Gott. Das, ich würde mal sagen, das ist die durchschnittliche Moral, die man so hat, wenn man so auf so einer Station lebt. Also da rennt ja keiner rum und... Denkt, hurra, hurra. Nehme ich mal an. Die sind ja alle mit Arbeit beschäftigt. Ja. Sie sollten mit Arbeit beschäftigt sein. So muss man sagen. Immerhin haben wir Schlafplätze für alle. Wir haben Tische, sogar unbenutzte. Der guckt ein bisschen Fernsehen. Das ist gut. Das müsste ja dann eben auf seine Moral wirken. Das sieht man hier. Doch, das wirkt. Da kommt ein Schiff. Handelsschiff. Gut. Ich würde glatt nochmal ein bisschen Essen tauschen. Falls der was dabei hat. Das ist dann die andere Frage. Hast du? Ja. Oh ja, der hat einiges. Haben wir auch noch was? Nicht massiv, okay. Wir nehmen das jetzt mal alles runter, was wir haben. Mahlzeiten. So. Dann wären wir bei 136. Das dürfte eher schwierig werden. Nee, das geht sogar. Guck mal. Vielleicht noch ein Erz dazu. Oder eine Stärke. Ja, jetzt sind wir eins unter Paar. Ich würde sagen, das können wir akzeptieren. Nee, da müssen wir noch was drauflegen. Okay, noch eine Stärke. Jetzt sind wir ein bisschen drüber. Was haben wir denn hier? Eine Genzwiebel. Ja, 700, okay. Ein Versuch war es wert. Kriegen wir vielleicht noch ein Bierchen raus? Nein, müssen wir wieder nachlegen. Okay, dann akzeptieren wir das so. Ich habe keine Münzen. Und hier steht nichts mit bezahlen. Wir können nur handeln. 140, wir verschenken 4 Punkte. Okay, dann verschenken wir die. Wir brauchen das Essen. Es geht nicht anders. Solange die hier nicht dieses Biolabor endlich in Gang kriegen. Dabei, wir haben Eisen. Transportiert doch einfach die Sachen dahin. So, Speed. Schleuse steht auch noch nicht. Heiliges bisschen. Wir könnten... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier die Schleuse deaktivieren, beziehungsweise wieder abbauen sozusagen. Die steht zwar noch nicht, aber ist ja doch eine Form von Abbauen. Hätten wir ein Eisen mehr, bringt aber nichts. Wir haben genug Eisen. Daran liegt es nicht. Es liegt an den Transportwegen. Oder daran, dass die halt einfach irgendwie nicht transportieren. Die haben so viel anderes zu tun. Das führt dann irgendwo zum Schluss, dass es zu wenig Leute hat. Zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Müssen wir vielleicht doch wieder Kolonisten herholen. Dann haben wir wieder das Problem, dafür haben wir das Essen nicht. Das ist irgendwie ein Teufelskreis. Heiliges bisschen. Das muss doch irgendwie machbar sein. Ich möchte gar nicht wissen, ob uns hier nicht allzu viel von den Sachen vielleicht sogar verrottet sind. Weil wir ja kein Lager haben. Und im Innenbereich halten die Sachen länger. Und hier draußen halten sie eben nicht so lang. Da liegt das ganze gute Essen. Holt das mal. Ihr habt Hunger. Da rennen sie auch schon. 7, 8. Das ist wieder hochgegangen. Das muss aber am Handel liegen. 50. Aha, der bewegt sich jetzt aber nicht. Okay, ah, jetzt ist er gerade weggegangen. Ich wollte gucken, ob das hier auch so ist, dass ein Arbeiter zwei Maschinen gleichzeitig bedient. So wie hier hinten. Jetzt haben wir hier drei Gewebegeneratoren. Was haben wir denn an... Stärke. Ja, haben wir auch noch genug mit 4. Da hat doch tatsächlich wieder ein Steinchen angeklopft. Oh, ja, eins ist gut. Hilfe! Die kommen näher, die Einschläge. Das ist ganz, ganz schlecht.
Schlafen tut gar keiner, jetzt rennen sie. Okay, sie rennen. Sie haben mal das Futter geholt hier hinten. Hier wird trotzdem nicht gebaut. Es ist ganz krass. Also ich verstehe je länger, je mehr den Vorschlag, das mal 20 Minuten einfach laufen zu lassen. Denn, ja, ihr seht ja, ich kann im Moment nichts machen. Ich kann nur gucken. Ist auch ganz nett, da die Grafik doch relativ schick geworden ist, muss ich sagen. Aber man hat ein bisschen wenig zu tun. Man kann, im Endeffekt kann man immer bloß reagieren statt agieren. Wenn man halt wieder eine Meldung kriegt, dass da dies ist und dort jenes. Ja. Huch. Da sind wir ein bisschen gesprungen. Na nun, bringt doch mal das Eisen hierher. Das kann doch nicht... Ah, okay. Nicht Eisen, Metall. Jetzt fehlen noch zwei. Weißt du was, wenn du gerade dabei bist, hol doch den Rest auch noch. Wo holst du das denn? Ja, hier hinten wahrscheinlich. Hier. Oh, wir haben keine Ersatzteile mehr. Könnten wir auch kaufen. Da brauchen wir natürlich welche. Aber uns gehen hier auch die Tauschsachen dann langsam aus. Metall, Bioplastik. 48. 25. 30, 45. Noch eine Stärke dazu. Okay. Auch eher ein blöder Handel. Wir haben wieder verloren. Aber ich habe gelesen, dass Ersatzteile enorm wichtig sind. Ist auch klar, wenn irgendwo was kaputt ist und wir haben keine Ersatzteile, bleibt es kaputt. Und wenn es kaputt ist, funktioniert es nicht. Sieht man hier zum Beispiel. Die Gewebegeneratoren sind im Eimer. Die werden gerade repariert. Sehr gut. Sonst gibt es kein Retortenfleisch mehr. Ich frage mich nur gerade einmal mehr, wie werden Ersatzteile hergestellt? Also ist schon klar, aber kann ich das irgendwie... Das müsste doch hier sein. Kann ich das irgendwie so einstellen? Oder müssen wir für die Ersatzteile eine Fabrik haben? Das kann natürlich auch sein. Moment. Oh, jetzt ist der Energiespeicher noch niedrig. Oh, ja, mehr Räume. Wobei, nein, wir haben nicht mehr Räume. Sie bauen sie ja nicht. ich muss mal schnell gucken wegen der Fabrik. Außenstruktur. Was steht denn hier? Jetzt finde ich die Fabrik wieder nicht mehr. Kann ja nicht hier sein. Trollzentrum, Bar, Multidom, Fabrik. Einrichtung zur Herstellung von verarbeiteten Waren aus Grundressourcen. Das kann natürlich... Ja, wir bauen das mal. Ich würde schwer darauf tippen, dass man hier die Ersatzteile herstellt. Wäre eigentlich meiner Meinung nach logisch. Wo bauen wir dich denn hin? Wir müssen uns nicht beeilen, da hier sowieso die Sachen noch fehlen. So. Verbinden können wir es natürlich schon mal. Das dauert jetzt sowieso eine Ewigkeit, bis das gebaut wird. Aha, das können wir nicht mehr verbinden. Nein, geht nicht. Okay, schneller stellen. Gut, der Hunger hat sich ein bisschen gelegt. Das konnten wir mit dem Handel fürs Erste beheben. Aber wir sind hier bautechnisch natürlich immer noch nicht wirklich vorwärts gekommen. Das ist ein bisschen tragisch. Jetzt kam noch ein bisschen Metall. Okay, ja, jetzt haben wir alles. Jetzt können sie bauen. Und da wird geschweißt. Sehr schön. Das Biodom. Da wird's aus dem Boden gestampft. Und schon steht's. Ich mach mal ganz kurz langsamer. Einrichten können wir noch nicht. Jetzt können wir. Jetzt haben sie hier die Schleuse. Nein, nicht die Schleuse. Die Röhre noch gebaut. Okay, da müssen wir dann mit dem Sauerstoff langsam aufpassen. Einrichten. Wisst ihr was? Das richten wir morgen ein. So viel Zeit haben wir noch. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.